Jetzt können wir nicht angucken. Was will ich damit? Wände und Gegenstände beschmieren. Wir sind hier nicht in einer Anstalt. Sehr schön. Scharfer Senf und süßer Ketchup. Ich arbeite gerade daran, beides miteinander zu verbinden. Das wird sicher ein Kassenschlager und ich bin raus aus meiner prekären Finanzlage. Ich glaube, ich nenne den die Mixtur Ketchenf oder Senf ab. Oder bezeichnender Ketat. Okay, kleine Ende bricht Ausanspielung. Sehr schön. Später. Der kann sich mittlerweile selbst besser organisieren als ich mich. Man kennt's, dreckiger Abwasch. Kaffeebohnen. Zu gern würde ich jetzt einen trinken. Aber die Kaffeemaschine ist belegt. Okay. Trinke gern und viel Kaffee. Inventar. Mit Besen festgehalten. Gardine. Zu gern würde ich jetzt einen trinken, aber die Kaffeemaschine ist belegt. Der Kaffeespawner. Ich möchte jetzt keinen extravaganten Kaffee. Ab und an habe ich dieses Verlangen nach außergewöhnlichem Kaffee-Urwurst. Ich möchte jetzt keinen extravaganten Kaffee. Na, Schwimmwürste drin. Ja. Ich will es nicht wissen. Starthilfekabel an der Batterie. Mit der Starthilfekabel versorgt die Autobatterie meinen Toaster mit Elektrizität. Möglicherweise kann ich damit irgendwas anderes mit Spannung versorgen. Oh, ein Griffel. Der Griffel bleibt hier. Er ist das einzige Besteck neben meinen Fingern, das ich besitze. Und Tonsillensteine muss ich mir gerade nicht aus dem Rachen kratzen. Mein Griffel. Ich wollte ursprünglich ein Griffsong, aber leider nicht. Leider sind die nirgendwo mehr verfügbar. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Raus in den Korridor. Das Badezimmer. Hey, hier ist die abgeschlossen. Bitte was? Ich werde ganz sicher nicht durch das Schlüsselloch der Badezimmertür schauen. Okay. Ein Vorhang. Große Wirtschaftsnische. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier haben. Wirklich nichts Nützliches. Bis auf einen Handstaubsauger. Ich nehme den mal mit. Sonst ist hier nichts. Ich schließe den Vorhang besser wieder. Okay, Staubsauger, Starthilfekabel. Dazu gekommen. Ich kann auch nicht gehen. Mir fehlt noch das Let's Gamble Video. So habe ich doch nichts zu präsentieren. Und meinen Anzug habe ich auch noch nicht. So wie ich jetzt aussehe, kann ich nicht zum Gespräch erscheinen. Okay, Arbeitskammer. Oh fuck. Der Render steht erst bei 1%. Da muss ich wohl etwas nachhelfen. Wieder 1% gewandert. Jetzt nachtlang. Keine Zeit. Die Mediathek. Eine privaten Spiele und Spielesammlung. Einfach nur Spielesammlung. Eine festgenagelte Banane. Keine Zeit. Eine Spielesammlung sortiere ich nach Genre. Das sind die ganzen Klassiker dabei. Was sehen wir hier? XXX. Strategiespiel, Rollenspiele.
Das kann ich nicht lesen. Puzzlespiele. Simulatoren. Was haben wir hier? Wimmelbildspiele. Actionspiele. Und das. Keine Ahnung. Kühlsystem. Das Fett ist noch nicht ranzig, es muss nicht getauscht werden. Die Frittenkühlung meines Rechners. Das flüssige Fett bekomme ich von Betsys Bratbuch Buchter in der Ecke. Seit ihr pubertierender Sohn im Imbiss aushilft, hat der Fettausschuss stark zugenommen. Bah. Mist. In der Wand steckend. Der Computer. Es bringt nichts, den Turboschalter zu drücken. Ist schon gedrückt. Mein Arbeitsgerät, damit nehme ich mein Let's Gearbox auf. Nur ist die Kiste arschlarm, besonders was das Rendern betrifft. Aber irgendwann habe ich einen NASA-Rechner. Ja, sicher. Die will ich nicht rumschleppen. Mit der Kamera filme ich mich beim Let's Gearbox-Aufnahmen. Lichtschalter. Ein Lichtschalter. Damit bringt man die Glühbirne zum Leuchten, die da verdächtig nah am Computer von der Decke hängt. Aber zum Glück hängen beide nicht an derselben Sicherung. Ein Videokonverter. Den will ich nicht mitschleppen. Der wandelt das Kamerabild zu einem Hardware-Sprite und blendet es in-game ein. Damit entlaste ich meinen Rechner bei einer Aufnahme. Ja. Der Monitor. Nein, das bringt nichts. Die Lärmkiste will einfach nicht schneller rendern. Ich muss den Vorgang irgendwie beschleunigen. Mehr Spannung heißt noch mehr Leistung, oder? Ich weiß es gar nicht. Zockerhocker? Nein, ich habe gerade keine Zeit, um zu sitzen. Rumschleppen möchte ich den auch nicht. Auf dem nehme ich grundsätzlich nackt mein letztes Gameplay auf. Mit Facecam. Okay. Ich meine, gegen nackt habe ich ja nichts, aber... Ihr versteht, Facecam. Man mit Facecam aufnimmt, kann man halt nicht nackt vorm Computer sitzen. Es ist halt. Deswegen nehmen manche Leute ohne Facecam auf. So. Starthilfekabel. Computer. Ich muss das andere Ende noch irgendwo anbringen. Steckdose passt das nicht ran. An die Facecam. Das wird nichts bewirken. Starthilfekabel. Guter Ansatz, aber der Monitor braucht nicht mehr Spannung. Ans Kühlsystem? Nein. Entwickler, Glückwunsch. Du hast also die Steckdose gefunden und einfach angeklickt, obwohl sie eigentlich nur als dekoratives, aber funktionsloses Bildelement gedacht war. Es war zu erwarten, dass einige Spieler es trotzdem versuchen, weil sie als Spannungsquelle für dieses Rätsel plausibel erscheint.
Und würdest du nun ein paar Gründe nennen, warum das nicht der Fall ist und du einfach nur eine Lusche bist? Bitte, Onk. Erstens, die Klammern der Starthilfekabel passen nicht in die Löcher der Steckdose. Zweitens, die Steckdose hängt an dem gleichen Stromkreislauf wie der Computer. Drittens, das Kabel ist nicht lang genug. Viertens, wäre die Lösung zu banal. Fünftens waren Antwort 2 und 3 vermutlich technischer Nonsens, aber Plausibilität hätte beim Spielsein noch nie Vorrang. Danke, Onk. Um dich von weiteren Fragen und Versuchen abzuhalten, wird die versteckte Aktionsfläche der Steckdose jetzt entfernt. Plopp. Und dieser Vorfall ist gerade nie geschehen, verstanden? So, was soll ich gleich nochmal tun? Starthilfekabel. Zu kurz, sagte er. Woanders anbringen. Hier vielleicht. Solange die Glühbirne am Kabel hängt, kann ich es nicht anschließen. Aha. Können wir vielleicht die Glühbirne abschrauben? Ich drehe mal die Glühbirne raus. Das geht nicht, sie sitzt zu fest in ihrer Fassung. Ich bin fassungslos. Das ist die Hauptlichtquelle in diesem Raum. Sie hängt an einer eigenen Sicherung, die ich manchmal Kurzschlüsse verursache, wenn ich beim Zocken meinen Arm hochreiße. Also können wir es jetzt rausdrehen? Ich drehe mal die Glühbirne raus. Es geht nicht, diese sitzt zu fest in ihrer Fassung. Ich bin fassungslos. Bedummts. Inventar, können wir die irgendwie über die raussaugen? Damit geht dir kein Licht auf. Erstens 0 für die Glühlampe. Hier können wir sie rausmobben. Jetzt nur für die Glühlampe. Okay. Damit geht die Tür nicht auf. 14:0 für die Glühlampe. Okay, können wir noch irgendwas anderes mitnehmen? Hier waren wir noch nicht drin. Hey, mein Schlafzimmer ist auch abgeschlossen. Ich muss da unbedingt rein. Mein Anzug befindet sich da drin. Ich schau mal durch das Schlüsselloch, vielleicht kann ich etwas sehen. Okay. Lackierte Fingernägel. Oh ja, sexy Lady. Ich hab's einfach nur drauf. Schnief. Wenn ich nur wüsste, wer sie ist, wie ist sie in mein Schlafzimmer gekommen? Und warum gehe ich nicht daneben? Gute Frage. Berechtigte Frage. Jetzt müssen wir irgendwie was, irgendwie müssen wir die Lampe rausbekommen. Vielleicht können wir uns erstmal die Mütze holen. Der Stiel dürfte lang genug sein. Das kriege ich hin. Och, Entschuldigung. Jetzt haben wir die Mütze, aber die haben den Besenstiel verloren. Gut, ich hatte die Idee, mit dem Stiel hier über die ins Schlafzimmerfenster zu kommen, aber es wird jetzt nichts mehr. Ja, du schlauer Meier. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Wenn wir jetzt einen Besenstiel hätten, das wäre dann. Dann kämen wir da vielleicht rein. Hallo, bitte lass mich in Ruhe. Sergeant Rums, bist du das? Verschwinde. Oh, Dialoge. Warum hast du dich eingeschlossen? Hast du Durchfall? Nein, ich habe meine Mütze irgendwo verloren.
Solange ich sie nicht habe, komme ich hier nicht raus. Ums, ich muss ins Badezimmer. Kannst du mich nicht einfach reinlassen? Dich sieht doch hier keiner. Doch, der Spieler könnte mich sehen. Und das ohne Mütze. Ich fühle mich nackt und schmutzig. Mach dir doch keinen Kopf deswegen, Rums. Wir akzeptieren dich so, wie die Natur dich geschaffen hat. Nackt und schmutzig. Ja toll, das heitert mich sehr auf. Danke, du Penner. Heißt das, du kommst raus? Nein! Ich hätte noch ein paar Fragen. Erst wenn du meine Mütze bringst. Ich hab deine Mütze. Ja, dann schieb sie durch den Lüftungsschlitz in der Tür. So, die Mütze. Die Mütze ist zu voluminös, um ihre Oberfläche zu rau, um sie da durchzuschieben. Tja, das kann ich nicht kombinieren. Tja, was machen wir jetzt? Ich bekomme die Mütze nicht durch den Lüftungsschlitz. Dann finde eine Möglichkeit. Kannst du nicht einfach die Tür öffnen und ich gebe sie dir, damit du dann deinen Fuß in die Tür stellen kannst? Vielleicht hast du die Mütze nicht einmal. Na gut, ich schau mal, was ich tun kann. Ach, verdammt. Mal so vielleicht. In die Luft durch das Fenster werfen. Und das Gefrier verstecken. Hoppla. Überreifes und vakuumverpacktes Bodenobst. Das kann ich nicht kombinieren. Können wir vielleicht die Bohnen loswerden und den Zauber der seelenlose Hülsen und Wurzelgemüse. Das war der Plan. Dann geh er zu. Sehr schön. Vielleicht können wir jetzt die Mütze hier in die Tüte packen. Tüte sie mal ein. Wie angenehm, die raue Oberfläche der Mütze schubbert jetzt nicht mehr im Inventar. Und jetzt vielleicht vakuumisieren. Mit einem Staubsauger, mit dem Sauger kann ich die Luft aus dem Beutel saugen. Wow, die Mütze ist jetzt nur noch so dick wie ein Schreibblock. Jetzt können wir sie doch bestimmt durch den Schlitz schieben. Hey, so passt die Mütze durch den Schlitz. Danke, ich komme jetzt raus. Hallo, Sergeant Rums. Rums, Onk. Wunderst du dich nicht, dass ich ein Feenkostüm trage? Nein. Warum trage ich ein Feenkostüm? Ein Teil der Antwort auf diese Frage würde dich nur unnötig verunsichern. Also wirst du sie mir nicht beantworten? Ich sage es mal so, wenn du dich an das Warum nicht mehr erinnern kannst, umso besser für dich. Wie geht es dir jetzt? Mit der Mütze viel besser. Ich muss noch einiges erledigen. Viel Erfolg. Und steht einfach da rum. Oh, auf dem Klo. Meine Mockerbude. Der einzige Raum in meiner Wohnung, dem man anrechnen kann, dass gearbeitet wurde. Niemals die Wäsche beim Selbsttrennungsprozess stören. Man kennt's. Spiegelschränkchen.
Im Augenblick brauche ich nichts davon. Da ist alles drin, was man so zur Körper- und Zahnpflege braucht. Mehrweg-Wattstäbchen mit Bananen-Fliederaroma, ein Packen Paracetamol mit Snoopy-Motiv, Nagellackentferner auf Natriumhydroxidbasis, ein Winkelschleifer für die Fußpflege, leider ist der Akku leer, eine Tube mit weißer Schuhcreme, aus dem ein Kieferknacker in Blau. Das war's.